Im badischen Binzen steht seit Geile Sprecherin schon. 16 Jahren ein ganz besonderes Kreiselkunstwerk, der Dreispitz. Doch nun haben Behörden herausgefunden, ich habe nur eine Spitze. Der Dreispitz ist eine Gefahr und muss abgerissen werden. Denn er kommt für Autofahrer so überraschend. Wie kann ich überrascht sein? Ich sehe dieses Kunstwerk auf hunderte von Metern, weil es eben groß und mächtig ist. Gut, der Dreispitz ist mit 6 Metern schon recht groß. Aber vielleicht hat ein Autofahrer mal seine Brille vergessen. Jedenfalls hat das Landratsamt Lörrach ein Gefahrengutachten. Landratsamt Lörrach. Gutachten erstellt. Und oh, endlich mal wieder ein Gutachten. Das hat bestimmt auch diesmal gar nicht so viel gekostet. Spezielle Unfallszenen simuliert. Untersucht wurden solche Fahrten, die sozusagen geradeaus auf dieses Hindernis zugehen. Und dabei kann es jederzeit passieren, so der Gutachter, dass ein Fahrzeug ungebremst und ungesteuert auf die Skulptur auffährt. Ungefähr so. Weil Witterungsbedingungen wie Eis, Schnee, Regen dazu führen, dass er nicht mehr lenken kann, technische Defekte oder aber natürlich auch entsprechende Drogen, Alkohol oder sonstige Probleme. Ja, da ist natürlich das Kunstwerk schuld, ne? Wenn der liebe Mann unter Drogen- oder Alkohol-Einfluss steht und gegen das Kunstwerk fährt. Da muss man es natürlich abreißen. Hat. Ja, und wer besoffen und bei Nebel auf den Kreisel fährt, könnte den Dreispitz übersehen. Außerdem kann es sein, dass das massive Hindernis im Schuss der Fahrbahn etliche Fahrzeugführer erschrickt. Schon kommt es zu einem Lenkfehler. Sowas passiert hier doch bestimmt ständig, seitdem diese Skulptur hier steht, oder? In 16 Jahren gab es an diesem Kreisverkehrsplatz gerade mal 20 leichte Unfälle. Und nie ist jemand gegen dieses Kunstwerk gefahren. Gut, ist noch nie jemand dagegen gefahren, aber könnte ja mal. Wenn jemand behauptet, man fährt hier geradeaus gegen den Dreispitz, dann fahre ich doch viel eher gegen einen Alleebaum, gegen Masten der Straßenbeleuchtung. Ja, bei Nebel und bekifft kann man auch gegen Betonpfeiler fahren. Oder gegen Mülltonnen. Aber trotzdem muss diese Gefahrenquelle weg. Nur das wollen diese renitenten Anwohner von Binzen einfach nicht einsehen. Ich finde, das ist eine reine Behördenwillkür. Das ist eine Behördenwillkür. Ganz große Sauerei, dass das. Jetzt hör mal auf hier. Wenn die Bagger anrollen, ketten sie. Wenn die Bagger anrollen! So eine Geeksau. An den Kreisel dran. Oh, da muss aber sicher erst ein Gutachten her. Wir haben einfach den Fokus verloren, Jungs. Gekettete Fußgänger sind doch bestimmt auch eine Gefahr für Autofahrer. Wir hätten einfach die Basics machen sollen. Da kommt schon das Statement. Wir backen aus. Was ist denn das? Was ist dieses Dings in Grabo? Das können wir aber nicht nehmen. Ist das Kunst? Oder kann das weg? Die meisten erinnert das an eine Baurüstung. Für mich ist es einfach nur eine Schlosserarbeit, die gelb angestrichen ist. Nee, völlig falsch. Es ist ein Kunstwerk. Und zwar 7 Meter hoch Kultur. Seit Oktober steht das Werk am Ortseingang als Symbol für den dort neu entstehenden Gewerbepark. Und es hat einen noch tieferen Sinn. Diese Leute sollen nachdenken, was will ich mit diesem Kunstwerk bewirken. Nachdenken regt ja bekanntlicherweise auch den Geist an. Tja, leider ist das mit dem Geist bei den Graboern so eine Sache. Boah, sicherlich, wenn Herrn Kann das zum Nachdenken anregt. Für mich ist es eigentlich nur Geldverschwendung. Ich erkenne. Also, hör mal auf. Na, eher ein Nikolaushaus, so wie wir es als Kind gemalt haben. Wie meint sie das? Das ist das Haus vom Nikolaus. Ah, und wenn man das auf den Kopf stellt. Ja, tatsächlich, das ist die Skulptur. Diese Grabo-Pfiffiküsse. Ja, warum steht es auf dem Kopf? Grabo ist. Also eine Stadt, die sich ständig weiterentwickelt und es ist in der heutigen Gesellschaftsordnung nicht alles geradlinig. Deswegen haben wir uns entschieden, mal etwas Neues auszuprobieren und diese Variante gewählt.
Ja, toll. Gesellschaftskritik ganz in Gelb für nur 10.000 Euro. Naja gut, aber da waren doch bestimmt noch Zusatzkosten fällig für die ganzen Vorarbeiten, zum Beispiel für den Untergrund. Das hat also mit dem Kunstwerk an sich nichts zu tun gehabt. Das hätten wir sowieso gemacht. Na eben. Und so ein solides Betonfundament zum Beispiel, das kann man schließlich immer mal gebrauchen. Einfach nur dieses, also diese Sinnlosigkeit. Das macht einen irgendwo schon depressiv. Depressiv könnte höchstens der Künstler werden. Weil in Sichtweite der Skulptur ein Einkaufsmarkt gebaut wird, hat die Stadt sogar in die Kunstfreiheit eingegriffen. Die Farbe ursprünglich... Erstmal zu Penny. Ursprünglich war mal geplant in Rot. Wir wollten nicht... Was? ...uns dazu hinreißen lassen, dass man nachher nachsagt, wir machen Werbung für bestimmte Discounter. Nee, also mit Gelb besteht diese Gefahr natürlich überhaupt nicht mehr. Aber Grabo City, jetzt nicht alles umfärben, was an Penny erinnern könnte. Das wäre dann doch Geld, Gelbverschwendung. Über diese Seitenhiebe am Ende, einfach geil. Ostwestfälisch plätschernde Ruhe. Ja, hier in Gütersloh kann man entspannen. Innenstadtgestaltung auf höchstem Niveau und dieser Wasserlauf. Ein Meisterwerk. Allerdings... Mir gefällt das. Aber wenn immer irgendwo in der Presse steht, ist wieder einer verunglückt. Ach, verunglückt. Was? Unglück. Die können einfach nicht aufpassen. Man geht halt über den ebenen Platz zum Wasserlauf und, ja, uneben wieder runter. Ist aber ganz einfach. Verstehen sogar Behinderte. Wo ich denke, was macht der denn? Der fährt runter die Treppe da. Unsere Nachbarin ist da gefallen, hat sich Bein gebrochen. Es könnte passieren, wenn er ein Rechtsanwalt ist. Rechtsanwalt, bitteschön. Vor Gericht? Bei der einen Dame, wo wir jetzt die Entscheidung bekommen haben, die hat sich das Handgelenk gebrochen und hat da einen Dauerschaden von getragen. Und bei der anderen Mandantin, wo das Verfahren noch läuft, da war es ein komplizierter Ellbogenbruch und Verletzungen in den Kniebereichen, wo ebenfalls noch die Behandlung fortdauern. Im Namen des Volkes den schönen Wasserlauf einzäunen. Bei nur 7 Stürzen insgesamt muss man es positiv sehen. Die Stufen bringen Lebensqualität. Gütersloh ist in Bewegung. Steht schwarz auf weiß im Masterplan der Stadt. Von wegen Knochenbrüche. Vor allem der Berliner Platz ist mit dem Wasserband ein gutes Beispiel für erfolgreiche Umgestaltungen und Aufwertungen. Es muss was geschehen. Moment, ist doch was geschehen? Fragen Sie doch die Leute. Da sehen Sie da die Streifen. Rundrum sind die da. Haben die wochenlang hier auf Knie gelegen und haben gefräst. Das ist ja Granit. Und deshalb sind die Stufen jetzt mit Sicherheit ganz sicher sichtbar, ihr Rechtsverdreher. Eins steht fest, dass die gesamte Stufenanlage baurechtlich komplett überplant werden muss. Die extra Rillen haben aber nur 10.000 Euro gekostet. Und überhaupt war die Stadt beim Bau ganz schön flüssig. Ich weiß nicht, was gekostet hat. 250.000 Euro. Nee, ne? Ja, das war Das wird auch ein geiler Alert. 250.000 Euro. Nee, ne? Ich weiß nicht, was gekostet hat. 250.000 Euro. Nee, ne? Ja, das ist Verschwendung. Für das spare ich mir ab, Leistung. Hier, da kann ich mein ganzes Haus verbauen. Normal ist ja nicht. True story. Und jetzt überlegen die Stadtexperten sogar, ob sie überhaupt noch was ändern wollen. Um in der Zwischenzeit Unfälle an der Stufenanlage zu vermeiden, wurde entschieden, die Begehbarkeit der Stufen durch eine Absperranlage zu verhindern. Ach, so eine Absperranlage mitten in der Innenstadt. Einfach bezaubernd. Wieder so versucht, irgendwie mal was Schönes zu machen, schon geht's daneben, ne? 3 Jahre Wasserband in Gütersloh, eine fast feuchtfröhliche Erfolgsgeschichte. Gütersloh ist richtig in Bewegung. Ja, wieder ein teurer Spaß, Jungs und Mädels, ha? Imagine sind die Stufen heute safe. Die Damen vom Heitersheimer Chorverein. Sie planen gerade wieder eines ihrer tollen Chorkonzerte. We'll never be royals, royals.
Da ist immer ordentlich was los in der Halle. Das nächste Konzert ist im Mai. Dafür muss schon viele Monate vorher alles perfekt organisiert werden. Es braucht Vorlaufzeit. Tja, eine Werbetafel, ein paar gedruckte Tickets und eine Würstchenbude reichen in Heitersheim natürlich nicht aus, sagt der Paragrafenreiter vom Landratsamt. So eine Feier in der Mehrzweckhalle braucht nämlich einen haargenauen Plan. Das macht dieses sinnliche Sinnbild, Paragrafenreiter, das hat mich gerade abgeholt. Der Herr Schaber doch gern, ehrenamtlich. Jede Feier hat ihren eigenen ausgeklügelten Plan, insgesamt 80, damit auch jede Topfpflanze an der richtigen Stelle steht. Im Prinzip, wenn ich den Stuhl nur 20 cm weiter nach vorne stelle, dann muss man im Prinzip einen neuen Plan machen. Und das sind so Dinge, wo ich einfach nicht verstehe. Müssen Sie auch nicht. Stattdessen müssen Sie den Plan noch einmal machen. Sie haben nämlich bei den Bistrotischen leider vergessen einzutragen, wie viele Menschen genau im Mai an selbigen stehen werden. Wie sollen wir am Abend selber da reagieren? Sollen wir zu den Leuten hin und sagen, da stehen vier zu viel? Gehen Sie mal wieder auf die Seite. Und was das Amt noch wissen will, ist in diesem 10-seitigen Papier mit nur 35 Punkten auszufüllen. Also Bezeichnung der Veranstaltung, das Datum der Veranstaltung. Name des Veranstalters, Veranstaltungsleiter, die Veranstaltungsart, Art und Ablauf der Veranstaltung, erwartete maximale Besucherzahl. Konkret heißt das, der Chorverein muss nicht nur Miete zahlen und Nebenkosten für den Strom, sondern auch die Reinigung, zwei Gefahreneinschätzungen von der Feuerwehr und dem Roten Kreuz beauftragen, einen privaten Sicherheitsdienst bestellen, falls einer ausrastet, Parkplatzwächter einstellen, schwer. Digga, ich liebe diese Scheiße, das ist einfach so gut. Und dem Roten Kreuz beauftragen, einen privaten Sicherheitsdienst bestellen, falls einer ausrastet, Parkplatzwächter einstellen, schwer entflammbares Dekomaterial besorgen, deswegen sind Kerzen leider verboten, und wer auf eine Leiter steigen will, muss sich das vom Hausmeister vorher zeigen lassen. Wir werden überfahren von der Bürokratie. Wir haben die Zeit nicht, um diese Bürokratie zu erfüllen, die das Landratsamt uns auferlegt. Ist das nicht alles ein bisschen zu viel der Ordnung, Herr Paragrafenreiter, Herr Bürgermeister? Als Verwaltung müssen wir natürlich die Gesetze beachten und sind für die Sicherheit verantwortlich. Die Sicherheit ist auch hoch in der Halle und es ist auch ein schönes Gefühl zu wissen, dass nichts passieren kann. Und seit diesem Jahr muss auch jedes einzelne Kabel sicherheitstechnisch überprüft werden. Ja, Moment, aber auch die ohne Netzstecker. Das wird ein Fest. Die armen Frauen, die einfach nur einen Festplan wollen. Willkommen in Deutschland, Jungs. Auf dem Weihnachtsmarkt in Leer ist es so richtig gemütlich. Leckerer Glühwein. Ich dachte, jetzt sagt sie, in dem Weihnachtsmarkt in Leer ist es so richtig schön leer. Glühwein, schöne Glühweinbecher. Für die hat die Werbegemeinschaft. Dieses Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt, ich glaube, da bin ich auch einfach noch nicht alt genug für. Habe ich nie gefühlt, Livestream. Ich gehe auf den Weihnachtsmarkt, um ein paar Süßigkeiten zu snacken oder ein paar nice Geschenke zu kaufen oder eine geile, leckere Bratwurst zu snacken. Aber verpisst euch mit eurem Glühwein, Alter. Mannschaft. Schmeckt doch nicht. Leer gesagt. Ja, wir haben ja 22.500 Weihnachtsbecher bestellt, schon sehr früh in diesem Jahr. Genau. Gebrannte Mandeln, meine ich ja mit Süßes. Oder kandierten Äpfel und so, ne? Zeit bestellen ist immer gut, damit in der Hektik nicht noch was daneben geht. Gerade beim Weihnachtsmarkt will man ja keinen unnötigen Stress. Daher hat Herr Poppen die Becher frühzeitig genau angeguckt. Wir haben genug Zeit. Wir haben die Freigabe schon im Juni dieses Jahres erteilt. Das historische Schiff Prinz Heinrich ist doch auch wirklich gut getroffen auf der Tasse. Nur die Aufschrift. Da fehlt beim Weihnachtsmarkt eine litzeleine Kleinigkeit. Dann haben wir gemerkt, dass das K fehlt. Und wir haben das gemerkt sehr, sehr spät bei der Pressekonferenz, als wir Weihnachten 2017 in Leer vorgestellt haben. Da waren alle Becher schon angeliefert. Na, dass man das fehlende K übersieht, das kann doch jedem mal passieren. Also mir wäre es selber erst noch nicht aufgefallen, aber meine Tochter hat es gleich gesehen. Normalerweise durfte das nicht passieren. Ein Schreibfehler, wie ist das passiert? Ja, wie nur? Wo man doch ein Belegexemplar extra kontrolliert hat. Ja, man fragt sich immer, wieso passiert sowas? Warum kommt ein Call of Duty raus,
wo ich einfach am Tag 1 Patch 30 GB runterladen muss und trotzdem bei 2 Maps einfach mich durch die Wand glitschen kann. Warum passiert sowas? Warum müssen sie beim aktuellen Warzone mit 30 Millionen Spielern wegen dem letzten Patch jetzt die Helikopter deaktivieren, weil man mit dem Helikopter sich irgendwie unter die Map glitschen kann? Warum? Kleiner Retalk, ich habe die Tage, als ich Besuch hatte, ein bisschen, 60 Millionen Spieler sind es mittlerweile, Grüße gehen raus. Ich habe mit der Dame, die da war, und mit 2 Kollegen ein bisschen gezockt und wir waren Endzone und wir hatten auch diesen verglitschten Heli, der unter der Map geflogen ist und wir konnten ihn halt, ja, wir konnten mit C4 und so ihn nicht, treffen. Aber was witzig war, ich weiß nicht, ob man stirbt, wenn man aussteigt aus diesem Heli, aber auf jeden Fall in der Endzone bringt der Heli nichts mehr, weil ihr wisst ja, die Zone moved ja dann so lange, bis sie so klein ist, dass sie halt dann weg ist, ne? Also, sie löst sich ja dann auf. Man hat ja dann gar keinen freien Raum mehr. Und sobald die Zone an den Heli kommt, scheint der zu explodieren. Auf jeden Fall sind die dann unten in der Map explodiert, als die Zone dann ganz, ganz, ganz klein war und wir haben die Runde gewonnen. Das war's komplett. Cam ist zu hoch. Na, geht, Digga. Aber ja, du hast recht. Ein bisschen weiter runter muss sie. Nachsmark, dass man das auch falsch schreiben kann, hatten wir nicht mitgerechnet. Ja, ist übersehen worden. Die Verantwortung dafür trage ich als Chef der Werbegemeinschaft. Übersehen, Fehler. Juckt doch niemand, oder? Ja, gut, aber man muss das auch mal als Werbung für den Ort sehen. Als Relame sozusagen. Ein schönes Andenken an Lea, auf jeden Fall. Es ist eine Rarität. Wir haben 6 Stück mitgenommen. Dann haben die Leute Special Edition und einen Weihnachtsbecher, den es nicht überall gibt. Absolut. Ein echter Nuller, dieser Becher. Knüller, Nuller, kapiert ihr? Das will ich jetzt wissen, Digga. Frankfurt. Scheinbar läuft alles perfekt. Aber ein Mann von der FDP hat das größte Problem an... Den Sprecher kennen wir gar nicht. ...Haltestellen erkannt. Das sinnlose Rumsitzen, weil man sitzt da, man hat nichts zu tun, man wüsste mit seiner Zeit was Besseres anzufangen. Ja, warten, minutenlang nur warten, schlimm, aber was könnte besser sein? Vielleicht schaukeln. Korrekt, denn was könnte es hier Schöneres geben als... Einfach mal eine Runde zu schaukeln. Sehr gut, Schanz, weiter so. Wie lautet der Plan? Mein Vorschlag im Ortsbeirat ist, an Bahn- und Bushaltestellen Schaukeln anzubringen, als Alternative zum langweiligen, steifen Rumsitzen. Genial. Dank der Schaukel hat das langweilige, steife Rumsitzen bald ein Ende. Echt? Ja, echt. Bald wird hier schön entspannt. Das ist total unentspannt, wenn hier der ganze Verkehr ständig durchfährt. Nix da. Das Ding ist durch. Also, so gut wie. Im Ortsbeirat war die Begeisterung für die Schaukelidee so groß, dass wir den Magistrat beauftragt haben, uns mitzuteilen, ob er das auch so sieht, dass es möglich wäre, und uns den Antrag zu prüfen und zu berichten. Antrag prüfen und berichten? Kleinigkeit. Visionäre Ideen hält keiner auf. Und was machen Sie bis dahin, Schanz? Vielleicht schaukeln. Richtig. Am besten die Eier. Kann nur ein Troll sein. Kann nur ein Troll sein, Digga. So, die schauen wir noch an. Hier in Schleswig-Holstein lassen wir alles schön Suche angehen. Digga, der macht sich so einen Flens. Auch bei sogenannten Infrastrukturprojekten. Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht, Livestream, aber ich finde Robben, die sehen einfach alle knuffig aus. Jede Robbe ist einfach cute. Dafür ist er hier zuständig. Ja, der hat man einfach Bock zu schmusen. Verkehrsminister. Wir haben ein Problem mit der Infrastruktur. Das ist ein Problem, das 20 Jahre verschlafen worden ist. Ach was, schlafen ist auch gesund. Beim Bau der A20 zum Beispiel, da wurde auch richtig schön gepennt. Fehlt ja immer noch so ein kleines Stück, ne? Hier, ab Bad Segeberg. Tja, kann eben keiner ahnen, was da alles geprüft werden muss. Erst ein Wachtelkönig, dann sorgte ein Seeadlerhorst für Zeitverzug, dann Fledermäuse und jetzt geht's um ein Gutachten zur Wasserqualität. Jo, passiert. Gut Ding will eben Weile haben. Und Bad Segeberg ist ja auch ein schönes Reiseziel. So,
Dann planen wir ja noch den Fehmarn-Belttunnel. So soll der wohl mal aussehen. Schick, schick. Und gibt ja auch schon grünes Licht für den Bau. Zumindest drüben bei den Dänen. Aber genützt hat es ihnen nichts. Wir hier sind eben noch nicht so weit. Da sind die Dänen ein bisschen genervt. So genervt, dass der zuständige Minister in Kopenhagen jetzt tüchtig über Schleswig-Holsteins Landesregierung ablästert. Nach dem Motto, die in Kiel, die können es einfach nicht. Wow, 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 jetzt mal ganz ruhig, mein Junge. Sonst dauert das Ganze vielleicht noch ein bisschen länger. Wir Schleswig-Holsteiner haben nämlich sehr viel Zeit. Und die brauchen wir auch. Die Rader Hochbrücke musste nämlich schon teilweise dicht gemacht werden. War ganz schön marode. Von außen sah die eigentlich noch astrein aus. Oder, Herr Verkehrsminister? Hier ist gekratzt worden an der Oberfläche. Es ist tiefer reingegangen worden und auf einmal hat man diesen Schaden gesehen. Tja, steckst du einfach nicht drin, ne? Auch nicht beim Kanaltunnel in Rendsburg, bei der Schleusenerweiterung in Brunsbüttel und bei der Elbvertiefung. Das dauert eben. Wir werden an diesen Projekten arbeiten, aber Sie merken immer wieder, wenn Politiker bestimmte Jahreszahlen nennen, wenn sie Monate nennen, dass es meistens nicht hinhaut. Ja, hinhauen. Mhm. Gutes Stichwort. Was da an Geld liegen bleibt, ne?